reagieren. Kurz fällt Ihnen schwer, das merkt man. Ja? Vielleicht schaffen Sie es kurz. Also ich muss als Lehrer sagen und als vierfacher Familienvater, die Leidenschaft der jungen Leute imponiert mir. Aber man kann diese Demonstration auch auf den Samstag verlegen. Das wäre sicherlich dann auch mit derselben Wirkung verbunden. Von daher kann ich die Aussetzung der Schulpflicht auf gar keinen Fall unterstützen. Also kurz, Ihr Veto dürfte klar sein? Naja, an einem Samstag würde das Ganze ja gar nicht so auffallen. Und Fridays for Future lässt sich ja auch nicht vorschreiben, wann man gegen die Klimakrise auf die Straße geht, sondern die Jugendlichen, die ja zu Recht auch einen Forderungskatalog auf den Weg kommenden Generationen zu zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen. Mhm. Herr Höcke. Eine Abgabe oder Steuer auf Luft ist ein Unding. Sie könnte auch der Fantasie eines George Orwell entsprungen sein. Herr Höcke, jetzt sind Sie ja tatsächlich, die AfD ist die einzige Partei, die den menschengemachten Klimawandel bezweifelt. Damit sind Sie ziemlich alleine, weil 90% der Wissenschaft Belege dafür sieht und auch 80% der Deutschen der Meinung sind, dass der Mensch verantwortlich ist für den Klimawandel. Was muss passieren, damit Sie es auch glauben? Nein, also da streitet die Wissenschaft tatsächlich nach wie vor. Klimamodelle sind eine hochkomplexe Angelegenheit, werden getragen von komplexer Stochastik, also höherer Mathematik. Ich glaube, die wenigsten, die sich für Klimaschutz einsetzen, haben diese Modelle wirklich mathematisch durchdrungen, möchte ich einfach mal so sagen. Fakt ist aber, dass wir in Deutschland, selbst wenn wir uns zurückentwickeln würden in die Steinzeit und unsere komplette CO2-Emission praktisch von jetzt auf gleich auf null reduzieren würden, in Deutschland und in Thüringen das Weltklima nicht retten können. Der CO2-Anteil in der Luft beträgt 0,039%, der menschengemachte Anteil 3% und der von Deutschland zu verantwortende Anteil 2,2%, während die USA, Indien und China gemeinsam über 50% emittieren. Das sind die Zahlen, die man einfach als verantwortungsbewusster Politiker im Hinterkopf hat.